Willkommen zurück. Da bin ich wieder mit meiner Standardphrase zum Mirror's Edge Catalyst, Folge 25. Hier war immer noch KSEC infiltrieren. Nennen wir es mal infiltrieren, wir wollen sie vernichten. Was ist eigentlich mit deiner Familie? Sie ist in den Greylands. Warum? Wie kommt es, dass du nicht bei ihr bist? Ich ertrage Gute meine Frage. Schwester nicht. Sie ist eine Idiotin. Hast du eine Schwester? Sobald du an den Lüftern vorbei bist, hast du den Hauptservice-Deck erreicht. Er ist das Herzstück von KrugerSec in Glass. Ich wünschte, ich könnte ihn mit eigenen Augen sehen. Ah, schöner Dialog. Und dann einfach mal, naja, anderes Thema. Hast du eine Schwester? Nicht mehr. Okay, dann geht's zum Hauptserver. Auch ein bisschen. Du solltest eine Verbindung zu einem der Priorität-Switches herstellen. Den Rest kann dann ich übernehmen. Das. Also entweder ich kann auch höher. Ich kann erstmal zurückhüpfen. Ich muss bestimmt da rein, nämlich. Vielleicht doch, so. Gott. Das Herzstück ist das reinste Labyrinth. Naja, er wurde ja auch nicht für Menschen konzipiert, sondern für Maschinen. Es geht um reine Funktionalität. Ich wette, er ist wunderschön. Aber man muss ja sagen, dass in Trottel muss das Ding ja auch warten. Dann muss er dann auch irgendwo dahin. Wissen, dass man uns bemerken wird, sobald du mich anklickst. Ich kann die Sicherheitssysteme zwar ein bisschen verlangsamen, aber es ist leider unmöglich, vollkommen unentdeckt zu bleiben. Den Raum zu beschreiben, aber ich schätze, du bist zu beschäftigt. Bist du beschäftigt? Nein, tut mir leid. Vergiss, was ich gefragt habe. So still wie du bist, bist du offenbar sehr beschäftigt. Hallo. Er lässt dich übrigens grüßen. Er scheint dich zu mögen. Und das, obwohl er eigentlich niemanden mag. Irgendwas stimmt nicht mit seinem Emotionsalgorithmus, aber ich kann den Fehler einfach nicht finden. Au, oh, da war daneben. Der Typ ist einfach nur gestört. Da brauchst du keinen Algorithmus. Der ist einfach nur krank. Wie so viele hier im Spiel. Ach, darf ich mir das Gequatsche jetzt nochmal an, oder? Tut mir leid, vergiss, was ich gefragt habe. So still wie du bist, bist du offenbar sehr beschäftigt. Ach, so weit ist es ja nicht. Er lässt dich übrigens grüßen. Er scheint dich zu mögen. Und das, obwohl er eigentlich niemanden mag. Oh, Alter. Emotionsalgorithmus, aber ich kann den Fehler einfach nicht finden. Jetzt aber nochmal rüber, ne? Lass uns das nochmal anhören dürfen. So. Interagieren. Ich stelle jetzt eine Verbindung zu einem der Priorität-Switches her. Und? Die Verbindung steht. Ich stürze mich rein. Es kann übrigens sein, dass du gleich ziemlich schnell abhauen musst, also sei bereit. Bin ich immer. Okay, ich habe jetzt Zugang. Wow. Also mal sehen. Gefangenen-Daten. Da sind sie ja. Ich hab sie. Und wir wurden bemerkt. Verschwinde von da. Moment, eine Sache noch. Schnapp dir alles, was du über Isabel Kruger findest. Ich sehe nach. Da ist sie. Erledigt. Und jetzt hau ab. Ich beginne mit der Entschlüsselung. Ich konnte den Alarm verzögern, aber er wird in ein paar Minuten losgehen. Der schnellste Weg nach draußen ist das Mitarbeiter-Shuttle. Er fährt von der Lobby aus ab. Oh, toll. Tat den Spielfluss jetzt ungemein gut. Heil ist ein bisschen. Komme ich da hoch? Ja, bestimmt. Wir wollen in der Besenkammer, da kann man schon mal. Oh Gott. Man
sitzt man hier überhaupt, ne? Oh, Musik wird gerade ziemlich geil. Der Zug fährt gerade ab. Du musst wohl oder übel auf den nächsten warten. Wir sind soweit, wir sind in höchster Alarmbereitschaft. Ich hoffe, du schaffst es. Das hoffe ich auch. Was? Oh, du kleiner Wichser. Ah, there is no winner. Oh, du kleiner Wichser. Funktioniert auch immer wieder toll. Das Objekt ist so gut wie verhaftet. Oh, der Typ ist zum Kotzen. Der nächste Zug sollte jetzt eingetroffen sein. Sobald er drauf ist, sorge ich dafür, dass er auch abfährt. Wichser. Hätten wir sie wenigstens weggeboxt. Chase, weiter vorne ist ein Wartungszugang. Ich bremse den Zug ab, dann kannst du absteigen. Steht in den Akten auch was über Noah? Und ob, er wurde verlegt nach Kingdom. Wo das ist, steht ja aber nicht. Ich weiß vielleicht, wie ich es rausfinde. Hey, ich überprüfe da mal diese Kruger. Oh, danke, Plastik. Ich melde mich. Sehr schön. Die. Ach, hier sind wir wieder. Trophäe, kleines Mädchen gefunden. Tödlichste Helferin. Oh Gott, muss ich die jetzt umbringen? Ausrüstung, was haben wir denn hier? Naja. So oft benutzen wir es jetzt auch nicht. Bewegung, Fokusschild, Kampf. Ich nehme noch einen. Scheint immer wichtiger zu werden hier. Nebenmission. Grid Note, bla bla bla, das ist mir egal. Ablenkung ist mir auch egal. Ich will die Nebenmission spielen. Das ist die Hauptmission. Und wo zum Henker ist die Nebenmission? Ey, das wäre so schön, wenn man hier durchspielen könnte. Durchschalten könnte. Faktorie nach Kingdom. Wo ist die Scheißmission? Hier. Nein. Wo ist denn das eine Nebenmission? Das ist genauso nur so eine Mini-Mission. Sag's mir vielleicht, ob es lang geht? Lang geht. Ab zu Dogen. Ach, die Musik ist schön. Hier waren wir aber 300 Millionen Mal, aber naja. Wir sind noch richtig. Ab durch die Tür. Leise wie immer.
Ich finde das Spiel echt hübsch. Und es macht ja, so ein Spiel lebt ja von der Atmosphäre und das macht es ziemlich gut. Oh, ein paar Kruger sind voll Idioten. Fick dich. Lass sie nicht entwischen. Na gut, dass die sich immer ganz intelligent verhalten und runter mit dir. Hallo. Wichser. Man kann sie übertreiben. Hauptsache oben was gebrochen, dann bin ich glücklich. Oh Gott, manchmal übersehe ich die Kanten. Ach nö. Blöd am Rumschießen, habe ich jetzt keine Lust zu. Die Scheiben hier so viel aushalten. Hahaha. Ha, ha. Ihr habt's einfach nur nicht drauf. So. Dein Reich komme. Geh mir aus den Augen, bevor ich Hackfleisch aus dir mache. Faith, ich bin leicht gereizt. Hast du jetzt die Pläne? Nein. Und ich brauche Hilfe. Und ein neues Heim, hörte ich. Findest du es nicht auch seltsam, dass ich immer nur gebe, ohne etwas dafür zu bekommen? Bitte. Ich suche eine Einrichtung namens Kingdom. Noah wird dort festgehalten. Kingdom. Das schmutzige Geheimnis des Konglomerats. Wissen Sie, wo es ist? Ich laufe für Sie. 5 Jahre, egal welche Jobs. 10 Jahre. 20. Übertreib's doch nicht. So lange lebst du nicht. Geh in die Projects. Und dann unter die Erde. Dort findest du Kingdom. Danke. Die Asiaten müssen ja zusammenhalten. Faith? Faith, bist du da? Was denn? Na endlich! Rate mal, was ich rausgefunden habe. Isabel Kruger ist nicht Gabriel Krugers biologische Tochter. Wow. In Wahrheit heißt sie Caitlin Connors. Dein Name ist doch auch Connors, oder? Was, wenn... What? Ich muss mit ihr reden. Aber ich dachte, deine Schwester ist... Oh, tut mir leid. Isabel Kruger ist also deine Schwester, Faye. Das wird ja immer interessanter. Ich habe dir die ungefähre Position von Kingdom geschickt. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Dogen, ein Mafia-Boss. Hat sie aber. Faith, ich gleiche die Position mit den Stadtplänen ab. Ich habe bestimmt was für dich, wenn du mit Isabel gesprochen hast. Mit Caitlin, meine ich. Du hast Zugang zu sämtlichen Stadtplänen? Wir sollten irgendwann mal Geschäfte miteinander machen. Und Faith, deine Schulden wachsen immer weiter an. Sorg dafür, dass du lange genug lebst, um sie zurückzuzahlen. Ich melde mich wieder.
Danke für... Au. Das schaffe ich immer noch nicht. Ich spiele sie erst mal Stunden. Ui. Also synchronisiert ist es echt super, muss ich sagen. Mir gefallen die ganzen Grundsprecher. Obwohl die Dialoge halt manchmal so sinnlos sind. Ah, die lesen ja mehr oder weniger auch nur vor. Die schreiben die Dialoge ja nicht. Ich finde sie manchmal ein bisschen unpassend, die Dialoge. War so klar. War so klar. Aber naja. Warum die ne... In so vielen Spielen geht das. Selbst Geralt von Riva schafft das doch. Schafft er das? Bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich glaube schon. So, warte mal. Ach gut, so geht vielleicht auch runterrutschen. Könnte natürlich wieder meine Schuld sein. Ja, jetzt aber. Den Wallrun finde ich immer noch am coolsten. Gut, das Hochspringen, das kann so ganz gut. Und hopp. Ah, hier den Haken haben wir woanders auch schon gesehen und... Aber das Wallrunning, das kann sich, das macht doch Spaß. Hey du, komm her. Nein. Denke ich immer, hier gibt es rechts noch einen Weg lang, aber es ist ja nicht so. Geradeaus und wieder übers Tor. Oh Gott. Manche Ecken hätten es ein bisschen anders machen können, da wäre es ein bisschen dynamischer vom ganzen Bewegungsapparat her. Aber es geht schon. Oh, ich wäre jetzt hier rüber gesprungen. Aber man braucht, finde ich, auch den Runner's Guide hier. Ist der Runner's Vision, Entschuldigung. Weil hier alles teilweise gleich aussieht in den bestimmten Regionen. Hat man kaum Anhaltspunkte, wo man denkt, ach hier muss ich unbedingt lang. Die Welt ist noch mal ein bisschen steril. Ach, war ich schon. Renne ja schon das 94. Mal lang. Ah, auf die Fresse. Jetzt bist du noch dran, mein Freund. In den meisten Fällen macht das Prügeln ja Spaß. Wie im Wahrnehmen, da macht es auch meistens Spaß. So. Was denn nun? Hätte ich, glaube ich, auch so drunter durchrutschen können. Hässlicher Kack, wie toll. Na, was denn du? Natürlich nicht. Wieder. Also das Backtracking wird schon, also wird schon langsam nicht so toll.
Oh Gott, das war richtig doof. Aber das kennt ihr ja nur von mir. Niveau ist keine Creme. So. Ah, ich wollte schon immer mal hier lang rennen. Ah, gut. Das sah aus, wenn es hier irgendwie lang ginge. Schön die Balken und so und die Bretter oben hingelegt, aber dem war ja nicht so. Backtracking Deluxe. Grid Leaks. Da habe ich wenigstens schon die Hälfte. Renn. Oh, jetzt sind wir an dieser Tür und diese Tür öffnen wir in der nächsten Folge. Wäre schön, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis dann. Ciao.